Servus, willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch den Diablo Trick 1.38. 1.38? Ja, genau, 1.38. Denn in meinem letzten Video, wo ich euch den Knoten gezeigt habe, wurde ich gefragt, ob ich den Trick an der Stelle 1.38 zeigen kann. Und da ich keinen Namen für den Trick habe und ich den eigentlich auch eher so als Kombination mehrerer Tricks sehe, den ich so zum Übergang mache, einfach zwischen zwei größeren Tricks, gebe ich dem jetzt einfach den Namen 1.38. Falls es da einen Namen dazu gibt und ihr ihn wisst, schreibt ihn gerne in die Kommentare. Und so lange nenne ich ihn einfach 1.38. Es handelt sich dabei um folgende Kombination von Übungen. Sehr gerne mache ich diesen Trick, wenn ich aus dem Werfen über den Arm in eine andere Übung übergehen will. Denn die Startposition ist genau dieselbe, wie wenn ich über den Arm werfe. Und zwar drehe ich diesen ersten Teil der Übung, den die Diablo-Handschaft in der rechten Hand so ein, dass die Schnur am rechten Arm vorbeiläuft. Eben genauso wie bei dem Trick, bei dem wir das Diablo über den Arm werfen. Das haben wir schon mal gelernt. Nach rechts eindrehen, dann noch ein Stück weiter drehen, links hochwerfen und von oben fangen. Gleich nochmal diesen ersten Teil. Schön viel Schwung holen. Rechts eindrehen, links hochwerfen und von oben fangen. Dann kommt man in dieser Position raus. Und gleich noch einmal. Rechts eindrehen, links hochwerfen, von oben fangen, man ist dann in dieser Position. Schritt 2 ist, dass ich aus dieser Position einmal außen rum werfe. Also oben drüber fangen und gleich einmal außen rum werfen. Man kann jetzt auch hier den Zwischenstopp machen, noch einmal pendeln und dann außen rum. Aber ich finde es schöner, wenn man gleich von Anfang an sich angewöhnt, schneller außenrum zu werfen, ohne viel Zwischenstopp. Jetzt, wenn man diesen ganzen Trick statisch macht, dann empfiehlt sich eher, dass man hier einmal pendelt, außenrum wirft und ist wieder in der Grundposition. Ich finde es aber schöner, den Trick mit der Drehung zu kombinieren. Einmal außenrum werfen, gleich lang und außenrum. Das mache ich also. Ich komme in der Position an, gehe gleich mit meinem Arm hier raus, strecke meinen ganzen Arm durch und pendel einmal nach hinten und dann wieder nach vorne zurück. Und schon bin ich wieder in der Grundposition. Also einmal so, nach außen und selber mitdrehen. Das ist quasi die Kombination aus dem ersten Schritt, aus der Übung, dass man hier wieder in die Grundposition kommt, und die Kombination aus dem zweiten Schritt, das ist der Übung, dass man hier diese Bewegung macht, diese große Kreisbewegung. Wenn man sich bei dieser Bewegung, die ich auch sehr gerne als separate Übung mache, noch mit einer Drehung kombiniert, kommt man wieder in diese Grundposition hier. Also ich mache erst Übung 1, eindrehen, drüber werfen, dann gleich in die Drehung mit rausgehen und schon bin ich wieder frei. Also drüber, über den Arm, hochwerfen, verkehrt drauf fangen und außenrum. Hochwerfen, drüber rein und gleich in diese Bewegung. Also ich strecke meinen Arm gleich mit durch und gehe mit dem ausgestreckten Arm in die Kreisbewegung über und komme dann irgendwann hier wieder vorbei.
Also rechten Handstand eindrehen, hochwerfen und oben fangen, in diese Ausfallbewegung und zweimal drehen. Gleich hier mit raus und drehen. So, gleich raus. Eine Drehung. Jetzt bin ich noch überkreuz. Und wenn ich jetzt erneut drehe, dann löse ich diese Überkreuzung wieder. Also raus, überkreuz, dann das Kreuz lösen. Und jetzt gehe ich noch gern mit dem Schwung in diese Bewegung. Wenn ich mit dem Schwung, den ich von der Kreisbewegung habe, das Diabolo noch über den rechten Handschuh schmeißt, auf der Schnur fangen und den linken Handschuh loslassen. Und im Gesamten sieht es dann in etwa so aus. Und von da kann man dann in jede weitere Übung einsteigen. Ich mache den Trick, wie gesagt, gerne, wenn ich aus dem Trick raus möchte. Denn man müsste hier eigentlich aufhören, müsste den rechten Handschuh wieder nach vorne drehen und könnte dann weitermachen. Wenn ich aber aus der Übung direkt in die übergehe, sieht es meiner Meinung nach flüssiger aus, hat einen viel schöneren Übergang, viel schöneren Flow und eben keinen so abrupten Wechsel von einer in die andere Übung. Ja, viel Spaß beim Üben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob es funktioniert hat, ob ich noch was detaillierter erklären soll. Und ansonsten macht's gut, haut rein, Servus. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig mir das doch mit einem Daumen nach oben. Teile das Video mit deinen Freunden. Und um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, darfst du mich gerne auch abonnieren.